Hallo Freunde und willkommen zurück bei Max The Curse of Brotherhood auf der Xbox One. Wir sind in der Schwarzfelsschlucht stehen geblieben. Und machen dort natürlich jetzt dementsprechend weiter. So. Wir entledigen uns gleich erstmal diesem blöden Vieh dort oben. Wenn es sich denn langsam mal erbarmen würde, in unsere Richtung zu laufen. Ah, nein! Ah, verdammte Axis, bin ich hier auch noch runtergefallen. Das war so nicht geplant. Das Vieh klettert hier gar nicht rauf. Okay, na dann müssen wir es anders machen. So. Und auf diese Art und Weise basteln wir uns hier und da auch mal schöne kleine Plattformen. So, und hier wird es jetzt auch nochmal ein bisschen tricky. Alles in allem aber. Stimmt, jetzt habe ich was vergessen. Hier reicht es nicht, dass der Stein da runterrollt. Sondern wir müssen dem Stein auch eine Plattform basteln. Damit er dagegen kracht. Solche und ähnliche kleine Rätsel ziehen sich durch das ganze Spiel. Werden zwar Stück für Stück ein kleines bisschen schwieriger, aber so richtig schwer wird es hier nie. Maximal an der einen oder anderen Stelle ein bisschen tricky. Aber selbst das hält sich doch in ziemlich überschaubaren Grenzen. Für Hardcore-Rätsel-Freaks ist das Spiel hier dann, zumindest was das angeht, eher weniger was. Okay, jetzt muss ich. Hey, du sollst da hochspringen. Ach nee, ich komme von der Seite gar nicht darauf. Ich komme nur von der Seite darauf. So, und um uns nicht unnötig in Gefahr zu geben, lösen wir dieses Mini-Rätsel von hier oben. Und wir haben es geschafft. Hier rechts gibt es jetzt nichts mehr. So, und mir fällt gerade ein, ich habe völlig vergessen, den Timer einzuschalten. Timer läuft. Oh, das heißt, diese Folge wird dann wohl ein kleines bisschen länger als vorgesehen. So eine Viertelstunde hatte ich mir gedacht pro Folge, aber na gut, dann werden hier jetzt eben 20 Minuten raus.
Ich denke mal, dieses Rätsel wird schon beim Hingucken klar sein. Now what? Indiana Jones lässt grüßen. Uff. Habe ich irgendwie den letzten Sprung ein wenig verkackt? Sowas wie eben passiert hier halt echt. Eigentlich immer nur dann, wenn man irgendwie das Timing verpasst. Das sind eigentlich so die einzigen Arten zum Sterben. Verdammte Axt. Ich stelle mich hier jetzt gerade auch ein bisschen dusselig an, muss ich ja mal zugeben. Asche auf mein Haupt. Freigeschalten. Und hier heißt es nur ausweichen. So, und hier ist jetzt ein bisschen Speed gefragt. An einigen Stellen kommt immer mal so eine Zeitlupensequenz. Das bedeutet immer, dass man ein paar Sekündchen Zeit hat, um irgendwas zu malen, womit man sich dann retten kann. Who are you? Look at this. My eyes watching my world. And tonight my spirit will inhabit you. Everlasting life. Max will take care of you. And my beast will take care of Max. Fieser alter böser Opa. Bösewicht. Aber um den kümmern wir uns später natürlich noch. The town is just up ahead. Watch your step. It is now in the hands of Mustacho. So. Uh-oh. Ah, da kannst du dir auf die Brust rummeln, so viel du willst. Ah, verdammte Axt. Schlecht getimt. So, ich mach das mal hier ein bisschen anders. Denn dieser Bösewicht kann nur eine Bombe werfen. Okay, da unten ist ein Bösewicht.
sich halt kacke mit Stummelärmchen, oder? You guys are just too slow. Ich glaube, ich musste jetzt nach links, hier rechts. Wäre nur so eine blöde, blödes Auge gewesen. Das brauchen wir uns nicht holen, haben wir schon. Und für die, die es interessiert, im Startmenü kann man rechts oben sehen, welche Geheimnisse man schon hat. Die bösen Augen sind halt die Dinger, die man einsammeln muss. Und das Geheimnis ist immer so ein Stück von diesem... von diesem Amulett, das man zusammensetzen muss. So, hier muss ich jetzt ganz kurz mal überlegen, wie ich das am besten mache. Ich glaube, ich komme aber bis da hoch. Bin ich jetzt? Ah, nee, doch nicht. Ich kann nicht genug Schwung holen. Na, dann machen wir das anders. Nämlich ganz genau so. Die Gegner sind halt hier auch nicht unbedingt die intelligentesten. Okay, ich weiß jetzt auf jeden Fall, wo ich das... Teil finde. Das habe ich beim letzten Durchgang nämlich nicht gefunden. Forest wall, built to protect the town. On the other side of that, Mustacho's lands. So. Das hier ist jetzt mehr oder weniger das Ende des ersten Kapitels. Auch ein relativ simples Rätsel. Wo ist denn das Teil? Nämlich hochkant hinstellen. Komme ich hier rauf? Ah, nein, verdammte Axt. Aber wir kriegen es vielleicht auch anders hin. Nee, doch nicht. Mist. Jetzt habe ich mich auf der falschen Seite hingestellt. Na, dann machen wir das Ganze nochmal. Wir stellen das Ding hochkant hin. Hier so mittig. In etwa. Dann oben auf die Kiste. Und hoch. Denn wir kriegen dieses Seil hier nur erreicht, wenn wir das Ganze wirklich hochkant hinstellen. Ansonsten kommt man da nämlich nie an. Und wieder ein Erfolg freigeschaltet. Ich glaube, dass das Erfolge sind aus meinem allerersten Spieldurchgang. Denn dort scheint es einen kleinen Bug zu geben, was die Erfolge angeht. Below you lies the Temple Forest. A dangerous place. But your weapon will gain new powers here. Wo war ich gerade? Ah ja, wie gesagt, es scheint einen kleinen Bug zu geben, was die Erfolge angeht. Die ploppen mitunter nicht richtig auf. Und, oder zumindest extrem verspätet. Deswegen werden jetzt hier zwischendurch wahrscheinlich auch noch ein paar mehr Erfolge aufploppen. Ich werde natürlich nicht jeden einzelnen direkt nachgucken. So, ich habe jetzt hier in dem Level alles eingesammelt. Ja, okay. Das heißt, ich muss mich hier nach nichts mehr umgucken. Nein! V
von den fiesen Dornröschen Dornenranken dahingerafft. Jetzt hat's geklappt. So, damit hätten wir das erste Kapitel dann auch komplett beendet und ich denke mal, so in etwa müsste die Viertelstunde jetzt auch um sein. Auch ohne, dass ich auf den Timer achte. Deswegen. Lasse ich die Tante jetzt auch erstmal ausquatschen und verabschiede mich dann aus dieser Folge. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder mit dem Start von Kapitel 2. Ich danke erstmal fürs Reinschauen, Reinstolpern, Kommentieren, Teilen und Liken. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Ich verabscheue mich.